Servus und willkommen zu der neuen Folge von GTA New Horizon. Wir haben ja beim letzten Mal das da drüben soweit aufgebaut. Und ja, dann habe ich dann Glück gehabt, weil ich habe natürlich wieder mal was vergessen. Dach. Habe ich aber noch schnell reingezimmert. Und ist nichts Großartiges passiert. Und ja, das mit dem Tank. Da muss ich mir wirklich noch was überlegen, wie ich das mache. Weil ich bin momentan nicht glücklich damit, dass der hier steht. Ist zwar cool, dass ich es sehe. Aber wie gesagt, ich habe das Problem, dass ich hier noch einen habe. Und ich habe da vielleicht noch einen und da noch einen. Und ab dem Zeitpunkt hat der Tank dann ein Problem. Und das muss ich mir auf jeden Fall vorher überlegen. Nicht, dass ich dann ein Problem kriege, wenn der Tank zu voll ist. Oh, wir haben hier schon mal den Eingang sozusagen zum Strom. Beziehungsweise ich muss ihn nochmal um eins verlegen. Den lege ich auch, weil da muss ja dann irgendwo noch das Benzin auch noch rüber. Habe ich schon mal das. Und genau, jetzt habe ich mich verlaufen. So, das heißt, wir gehen mal nach oben. Und meine nächste Kleinigkeit ist ja, ich brauche dasselbe Spiel auch da drüben. Das heißt, ich brauche nochmal einen Elevator. Der Elevator kostet mich eine Enderperlenplatte. Hoffen wir, dass ich noch zwei habe. Wobei, ich habe ein paar Enderperlen hergestellt. Das heißt, das wäre nicht mehr das Problem. Dann Platte. Mal zwei. Aber was brauche ich noch? Ich brauche Small Steel Gears. Stück und einen Aluminium Framebox. Beziehungsweise zwei Stück. Heißt es jetzt. Halb brauche ich hier. Weil wir müssen auf jeden Fall schneller sein mit dem Strom verlegen als das. Ja, weil mir geht bald das Benzin hier aus. Ich habe jetzt noch. Geht diese noch voll? Ich habe jetzt noch 46.000 drin. Der ist mittlerweile auch schon leer. Also, das heißt, da fangen die auch schon an, langsam wieder leer zu laufen. Und ja, ich produziere momentan fast nichts. Das ist ja mein Problem. Dann brauche ich jetzt hier meine Rods. Yes. Wenn man darauf wartet, ne, dauert alles immer länger. Außer es ist eine Vorfreude, dann dauert es kürzer. Ist schon vorbei. Hat das nachfällig sein? Ist egal, ist gleich. Nee. Nee.
Alter, fertig. Frameboxen. Bin gespannt, ob ich das nächste Mal wieder Frameboxen baue, weil ich es vergessen habe. Weil ich hier habe. Ja. Ah, hier. Bin ich. So, also das Wichtigste ist jetzt wirklich, dass der. Dass der komplette Stromfluss auf jeden Fall. Soweit dann fertig ist. Ein. Dahin. Mal, dann kommt. Sieben. Erhöhung muss ich jetzt so oder so machen. Damit wir. Essen. Ganzen Verkabelung nach unten verlegen, weil wie gesagt, wir brauchen ja einmal die Benzinleitung hier herüben. Und ich muss ja auch noch ein wenig aufpassen, weil es werden ja irgendwann mehrere Kabel in die Richtung verlegt werden. Warum, dass ich da Erde genommen habe und keine Steine, wobei. Einige noch alles funktionieren. Player. Ich habe keinen Vorteil, dass der gedroppt ist. Rauskommen. Schau mal. Falsch. Mal das jetzt hier. Ich hab da jetzt. Oh, okay. So weit weg ist es gar nicht. Jetzt gerade mal eine Reihe. So, das heißt, wir gehen dann hier rein. Kann ich nämlich wirklich gerade gehen? Sammelst du die auf oder der andere? Ja. Ah, jawohl. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal alles soweit freigelegt. Dass ich schon mal weiß, wo wir raus müssen oder rein müssen. So, jetzt ist das erste, was ich jetzt machen muss. Ich muss nach oben bauen und runterkommen. Das ist schon mal Stufe 1, weil da kommt die Energie. Hier ist Stufe 2. Weil hier kommt dann Benzin rein. Okay, wir haben sogar hier dann schon mal mein Einlass. Das heißt, ich bin auch vorne zu weit rübergegangen. Ach, genau. Da ist dann auch die Wand, das ist dann super. Das heißt, wir müssen dann hier nach oben. So, und jetzt muss ich mir noch ein kleines Löchlein nach unten graben. Hier. Hier rüber
Hier. Auch einen rüber. Dann haben wir schon mal die Ausmaße für die Räumlichkeiten. Ich weiß, ich kann irgendwann hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt noch die kann den Raum noch vergrößern, wenn ich hier unten noch mehr brauche. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich das so haben, dass das meiste wirklich immer unter den Gebäuden dann stattfindet. Kleinigkeiten werden auch noch hier stattfinden, das ist kein Ding. Aber wie gesagt, die meisten Sachen sollen dann bitte unterhalb eines Gebäudes stattfinden. Aber dann irgendwann der Gang entstehen. Wie gesagt, ich bin mir halt noch nicht sicher, wie viel Kabel legen muss. Aber das werden ja einige. Weil ich habe ja, wie gesagt, am Anfang ist es einfach. Weil LV heißt, ich bräuchte einfach nur ein einziges HV-Kabel, das ich verlege und gut ist. Aber wir haben ja irgendwann noch MV. Da ist es ja dann. Aber es ist ja dann schon ganz anders, weil da sind es ja dann schon viele, wo ein HV-Kabel beinhalten. Und sobald wir HV oder IV haben, dann wird es ja natürlich komplizierter, ne? Vor allem, wenn ich diese großen Reaktoren habe. Wenn es mal ein Gang wird, dann wird es ein Fünfer. Geht es dann noch bis daher. So, also, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall das. Also, wir müssen jetzt wieder nach oben. Also mal schauen, ob ich an das Ding rankomme. Bodenplatte. Klar. Jetzt, wieder da. Da, also. Dann lassen wir es mal hell werden, bevor es wieder das Regnen anfängt. So, als allererstes holen wir mal uns eine Kiste. Weil die werden wir jetzt gleich brauchen, weil ich muss jetzt Batterien, ich muss jetzt das ganze Zeug ein bisschen umschichten, beziehungsweise wir brauchen sowieso noch ein paar Gerätschaften. Ich brauche jetzt als nächstes einen LV-Transformer, einen MV-Transformer, einen HV-Transformer, beziehungsweise nein, LV und MV reicht. LV und MV brauche ich Minimum zweimal, das heißt, ich brauche jetzt schon mal hier 16. Hat er Morganas angezeigt, dann brauche ich hier auch 16. Ich kann mal so weit hinlegen. Dann brauche ich jetzt für den Transformer. So, einen Transformator. Für einen Low Voltage brauche ich so, mal A, den wir brauchen. E. Dafür brauche ich jetzt einfach nur Maschinenhall. Das ist kein Problem. Okay, das ist ein Problem. Ich brauche mal schnell 8 Zellen bitte. Und deswegen muss das Haus da drüben jetzt endlich laufen. Ich bin ja schon beim Überlegen, wie ich mein Benzin also besser zu Poly ummünzen kann, weil aus 1000 Fuel oder fast kein Ethylen zu machen, das ist mir zu wenig. Ich muss da schauen, dass ich da einen besseren Weg hinkriege.
Jetzt habe ich hier 2800 Liter Light Hydro Cracked Ethylen. Und ja. Insen empty. Mit Output. Bin gerade leicht verwirrt. Hier einen Schrott gemacht. Das ist hier lightly cracked Ethylen drin. Ich habe nichts. Reaktor. Genzelle. Ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. Ja. Weiß ich auch, warum das da so ein Schrott rausgekommen ist. Falsche Zeug reingeschmissen. Nudelu. Das hat auch noch geklappt. Das ist noch viel schlimmer. Dam. Mist. Ich habe aber, glaube ich, momentan einen Tank, der irgendwo leer ist. Wenn nicht, habe ich es im Inventar. Ja, wenn man Sachen reinschmeißt, die dann funktionieren und die eigentlich nicht hätten klappen sollen. Doof. Ich nehme meine Pistole. Was meine Handpump? Hallo? Bin hingeschmissen. Habe ich dich vielleicht in den kleinen Rucksack? So. Mal da rein. 300. Voll. Das Ethylen natürlich rausgenommen. Lightcrack. Vögelchen. Ja, das Vögelchen bin ich. Ich weiß. Kabel kann da rein. Jetzt irgendwo noch ein Tank rumfliegen, der wo mich nicht belastet, wenn ich den klau. Ich glaube, du bist leer, ne? Ja, empty. Ja. So, dann muss ich das jetzt mal schnell drehen. Aufstellen, weil das was da drin ist, muss raus. Dank. Ja, da war jemand auf dem falschen Dampfer. Vor allem, da habe ich, das Problem gehabt. Dass ich mir sogar das Hydrogen erstmal hab machen müssen, weil ich keins mehr hatte. Das ist sehr, sehr intelligent. Okay, also, das heißt, du wirst jetzt wieder umgeswitcht und gehst dahin. So, jetzt brauche ich erstmal noch eine Pumpe. Eine Kurzzeitpumpe. Ich glaube, ich habe noch eine rumliegen, ja. Da drauf. Umdreher.
Concord. So. Mist ist jetzt eigentlich, dass jetzt das da irgendwie da rein muss und das irgendwie da rein muss. Ich hole noch eine Pumpe. Ganz toll. Empty Cell. Die schmeiße ich gleich mal da rein. Dann brauche ich jetzt als erstes ja eigentlich noch einen zweiten Tank. Mist. Mich. Hab aber keinen mehr. Muss ich wieder einen bauen. Ach Mann. Wie gerade dieses Mosaikspiel kennt ihr ja, ne? Man muss jetzt das Bild machen und hat eine freie Fläche. So komme ich mir gerade vor. Halt, Moment. Habe ich da draußen noch einen leeren... Ne, den Tank habe ich auch schon momentan im Gebrauch. Ich weiß aber, dass ich doch zwei Goldtanks hatte. Wo habe ich den zweiten goldenen Tank hin? Weiß das noch jemand? Weiß ich nicht mehr. Wir machen mal schnell ein Suchespiel. Da gibt's nicht. Da gibt's auch keinen. Ja. Nicht schön. Ach, da ist er. Hallo. Gefunden. So, was brauche ich, um den Tank herzustellen? Obsidianglas und ein Eisenring. Das heißt, ich brauche Obsidian Power und Think Glass. Ich habe doch in meinem Builders ein Glas gesehen. Das muss ich jetzt, glaube ich, wieder einem Clear Glass machen. Das Clear Glass da rein machen, dann habe ich das Ticket. Genau, dann brauche ich Alois Malte, der war hier hinten. Geht es auch mit Ingots? Natürlich nicht. Warte, du musst mir mal schnell vier Stück machen. Danke. Obsidian habe ich ja. Obsidian Ingots. Die Sau. Passen schon gar nicht mehr rein. 1024 drin. So, ja. Vor lauter Freude. Ring machen. Oder Ringe. Auch zwei. Silberring, Stahlring, Eisenring. Eisenring. Ja, mit dem Weg gerade die Manege getrieben. Das, dann kann ich mal schnell die Erde da ablegen. Kommst da rein. Den schmeiß ich mal schnell da rein. So, ich habe meinen Tank. So. Kommst du jetzt dahin? Ein. Schöne ist, jetzt habe ich wieder einen leeren Tank. Damit ich jetzt auf Import. So, nochmal zwei leere Tanks. Gut. So, jetzt auch. Wenn ich den brauche, dann darf ich den wieder umfüllen.
Okay, also, jetzt haben wir genügend Ethylen. Haben wir wieder Polyethylen. Hervorragend. So, wir brauchen mehr Benzin. Das war viel zu wenig. Hoffe, dass das mir das Benzin nicht vorher ausgeht. Drück die Daumen. Dann nehme ich die ganz große Befürchtung, dass mir das vorher ausgeht. So, nee, ich bin einfach nur mit der Erde voll. Zack. Auch da rein. Wenn ich ein bisschen Platz. Oh, das war jetzt Nummer 3. Ich glaube, mein Problem ist ja, dass da meiner Meinung nach viel zu wenig Ethylen rauskommt. Ja, da kriege ich wenigstens noch die Hälfte. Viel zu wenig. Das ist cool. Butadin. Das heißt, da die sogar mehr Ethylen rauskriegen. Und das ist, wie gesagt, der erste Schritt. Also das ist ja eine fünfmal so wenig. Also der ineffizienteste Weg. Das ist noch besser. Das ist Propen. Whatever, wie ich auch Propen herkriege. Ne, das ist 500 zu 500. Und das ist der beste. Modernly Steam Cracked Butane. Und Butane macht man aus. Eine Butanzelle. Wahnsinn. Buten. Incorrect Lightful. Genau. Dann mache ich den Bock zum Gärtner. Kriege noch weniger. 45, 20. Ja klar. 50 aus 1000. 667. Ja. 80. Boah, das ist ja doof. Ja, das heißt, ich brauche definitiv deinen Distillation Tower, weil dann kriege ich hier alles raus. Also das sollte ich erst wirklich in Angriff nehmen, wenn ich den Distillation Tower habe. Ja, weil wenn ich da jetzt Naphtha zum Beispiel mache, das wird so anstrengend. Weil, wie gesagt, das musst du ja dann auch noch vorher das Light Fuel herstellen und cracken und dann kriegst du das ganze Zeug hier raus. Ah, nee, muss ich halt momentan so lassen. Das Light Fuel ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass ich momentan drüben das Ding nicht angeschlossen habe. Und das wollen wir ja machen. Und dann läuft da auch durchgehend meine Produktion. Wow. Ich habe jetzt einen einzigen noch bekommen. Ich brauche halt, naja, wird hoffentlich reichen. Ich brauche 8. Ja, also als erstes machen wir die Stahlplatten. Habe ich Zinn da? Nein. Also das heißt, ich brauche ein Kupferkabel und zwei, vier Zinnkabel. Es geht mir jetzt auch bald aus. Ne? Ja. Mir geht alles aus. Aus. Da rein. Jetzt meine Platten. Dann gehe ich so auch da rein. Einmal. Da rein. Zinnkabel. Ich.
MV und Kupferkabel. So, es kommt aber noch ein Element dazu, und zwar die Small Coils. Hab ich noch welche? Nein. Aber nämlich auch Poly. Stahlring und Kupferwire. Aber noch Stahl habe ich ja noch gehabt, ne? Und Copperwire, die haben wir ja auch. Ich hoffe, dass das jetzt mit einem aufgeht, weil sonst habe ich schon ein Problem. Stahlring und Copperwire. Ich weiß nicht, ob das jetzt vier waren, zwei waren. Ich jetzt zwei raus. Ich brauche, Gott sei Dank habe ich mehr mitgenommen. Ich brauche vier. Ich brauche ja zweimal. So. Jetzt ist die Special-Frage. Ja. Ich habe es mir fast gedacht. Dass ich kein Goldkabel mehr habe. Außer ich hab's oben im HV-Ding schon drin. Immer gucken. Aber auch zwei. Aber ging mir sowieso gerade aus. Wir werden es gleich sehen. Ja. Und ich muss noch was bauen. Ja. Davon brauche ich auch 8. Endless Deal. So. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe keinen Poly mehr. So, dann schmeiße ich dich jetzt mal schnell auch noch mit rein. Kommst du als erstes rein? Ja. Ich habe mir da mal die Intelligenz gefressen. Was habe ich gerade gesagt, was ich nicht mehr habe? Richtig. Ich habe gesagt, ich habe kein Ding mehr. Keinen. Ah. Das ist ja ist total geil. Chemiereaktor. Kriege ich das irgendwie? Kleister. Ja, ich krieg's rein hier. Das heißt jetzt, du gehst jetzt nach. Entschuldigung, du gehst jetzt nach hinten. Dann gehen wir jetzt mal wieder Pumpe holen, Tank holen. Ich kenne das Spiel langsam. Wisst ihr, warum, dass ich meine Werkzeuge noch nicht weggepackt habe? Hätte ich die weggepackt, hätte ich sie wieder dreimal ausgepackt. So, Import. Bleib mal wieder hängen. Dolly. French. Tank. Okay. Habe ich denn noch Goldkabel auf Lager liegen? Nein. Warum sollte ich auch? Brauche auf jeden Fall, machen wir mal gleich 4. Dann mache ich definitiv nicht. Vielleicht dann noch Kupfer. Ich brauche auf jeden Fall 4, weil ich brauche ja auch noch welche für die Box. So, also, dann kommt der Tank da drauf. Ja, und was hat der kleine Jack vergessen? Nee, hat er nicht. Hat er aus Versehen noch einstecken. Oh oh. Achso. Okay, Goldkabel habe ich.
Kommst du jetzt da rein? In dem da. Und wir haben unsere allererste HV Machine House. Ist das nicht schön? Ja, ich bin auch stolz. Passt nicht, dann braucht man noch eine Kiste. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und ich habe einen High Voltage Battery Buffer 16-fach. Also wie gesagt, momentan kann ich sowieso noch nicht viele davon bauen. Erstens Stainless Steel, wobei wie gesagt, wenn das Benzinproblem behoben ist, ist es nicht mehr so ein großes Problem. Problem ist nur dann, in der Zeit kann ich jetzt nochmal, ne, ich brauche nochmal 4 Fine Copper Wire. Ich hoffe, dass ich es wegkriege. Wenn nicht, brauche ich nochmal einen Stahlring. Machen wir gleich. Ich muss die Maschine leer kriegen. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche, bin eigentlich rübergegangen, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Kiste, ne? Ja. Ja, aber das muss man halt auch bauen, weil das brauchen wir auch, damit ich die Verkabelung machen kann. So, das heißt, ich brauche das, die habe ich. Nein, ich habe erst 2, ich brauche 4. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Goldkabel kommt dahin. Dann brauche ich jetzt noch 8 Kupferkabel. Ich habe noch, ja, okay. 10, super. So, wir haben einen Medium Voltage Transformer. Kommst du dahin? Du kommst dahin und jetzt brauche ich noch 8 Zinnkabel, die habe ich nicht mehr. Oh, Medium Voltage Transformer. Noch nie gebaut. Ach so, stimmt. Das war auf dem anderen Server. Aber wie man gesehen hat, habe ich schon mal gemacht, ne? Weil ging etwas schneller. Ja. Drake, du willst Zinnkabel nehmen. Zinn. Nicht Kupfer. Ah. So, da kommst du dahin. So, und jetzt haben wir noch einen Low Voltage Transformer. Und das heißt, wir gehen jetzt mal dahin, wo das Zeug hin muss. Habe ich meine Kiste dabei? Jawohl. Weil ich muss jetzt gleich die Batterien noch rausziehen. Und dann werden wir noch die ganzen Battery Boxen aufstellen. Also kommst du mal jetzt daher. Kommst erstmal jetzt der ganze Käse rein. Die Zellen tue ich auch weg. Kommen die Batterien weg. Die müssen umziehen. Dann kommst du jetzt weg. Dann muss jetzt der sozusagen daher. Kommst du dahin und wanderst nach unten. Das heißt, irgendwann kommt dann sozusagen von oben das Kabel und geht hier rein. Das heißt, irgendwann werden die nur schneller. Also, eine große Sache. Batterien reinschieben. Vor allem, dann kann ich gleich mal gucken, wie viel das mir fehlen. So, mir fehlen jetzt noch 5 Stück. Alle HV-Batterien. Und ich bräuchte jetzt eigentlich
Eigentlich bräuchte ich ein 16-fach Kabel. Ja. Nein, das machen wir anders. Also das heißt, ich nehme schon mal das Kabel hier mit. Und ich brauche jetzt noch Batterien, genau. Das kriegen wir nicht rüber. Die waren. Ich habe gesagt, ich brauche 5 Medium. Und die Large sind 5 da. Das wird noch viel Canyon-Arbeit werden. Aber wie gesagt, brauche da ein bisschen was. Brauche ja 32 Lithium, um eine einzige Batterie zu füllen. Und das ist ja nicht nur ein bisschen was. So. Jetzt muss ich nur aufpassen. Jetzt, also ich habe jetzt dann hier ja schon mal einen Battery Buffer. Halt, die Batterien kann ich schon mal reinhauen. Können die schon mal laden. Mein Problem ist ja auch, ich muss ja aufpassen, ne, dass die auf jeden Fall voll genug sind, weil wenn die nämlich leer werden, habe ich ein Problem. Darum dürfen die ja auch erst nur an das Gebäude angeschlossen werden. Und erst wenn das hier alles soweit ist, wird das nächste angeschlossen. So. Dann heißt es jetzt für mich, wir gehen nach unten. Und beim nächsten Mal, ja, ganz böser Drag, der spoilert jetzt. Also beim nächsten Mal fangen wir jetzt dann an, den High Voltage Battery Buffer sozusagen aufzubauen, Batterien reinzumachen, umzutransformieren und die Stromleitung nach drüben zu verlegen. Jawohl. Das machen wir. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos, die ihr gerade eingeblendet seht. Würde mich freuen, wenn ihr dann einen Daumen nach oben da lasst, dass YouTube weiß, mach schöne Videos. Wäre super. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.